herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV Wissen. Ich bin heute bei Continental zu Gast in Frankfurt und unser Thema ist die Bremse, aber es geht auch um Elektromobilität. Denn mit dem Einzug der Elektromobilität ändert sich unser Bremsverhalten und somit haben die Hersteller von Bremsanlagen natürlich auch ganz neue Chancen und Herausforderungen. Ich lasse mir das gerne erklären von dem Continental-Experten Dirk Eser. Hallo Dirk. Hallo Jan. Was machst du bei Continental genau? Ja, ich bin Entwicklungsingenieur für Bremssysteme für Elektrofahrzeuge. Dirk, was sind denn eure Herausforderungen und Chancen jetzt beim Entwickeln vom neuen Bremssystem für Elektrofahrzeuge? Das Besondere am Elektrofahrzeug ist, dass es halt ganz anders bewegt wird. Wenn ich da effizient mitfahren möchte, dann nutze ich eigentlich viel mehr meinen Elektroantrieb zum Verzögern und zum Beschleunigen und damit die Bremse viel weniger als in einem klassisch thermisch betriebenen Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor. Also wenn ich ganz normal durch die Stadt fahre, kann ich eigentlich 80% der Bremsung kann ich mit dem Elektroantrieb machen. Wenn ich nur wenig verzögern will, wenn ich ganz normal, soft und effizient durch die Gegend rolle, dann reicht mir mein Gaspedal zum Beschleunigen und aber auch zum Verzögern. Der E-Antrieb funktioniert als Generator und speist dann beim Verzögern Energie wieder in die Batterie und ich brauche eigentlich meine Bremse so gut wie gar nicht. Mhm. Zum Schluss sind es wirklich nur noch 20% der ursprünglichen Bremsung, die meine Reibungsbremse macht. Oder wenn ich halt mal schnell bremsen muss, stark verzögern muss, wenn ich sie als Notbremse brauche, dann brauche ich die Bremse natürlich weiterhin. Ja. Wenn ich jetzt von Herausforderungen oder auch von neuen Möglichkeiten spreche, dann habe ich eigentlich drei Punkte. Die Herausforderung ist, dadurch, dass ich so wenig bremse, bildet sich Korrosion auf der Bremsscheibe. Das habe ich bei meinem heutigen Fahrzeug auch. Das Eisen, aus dem die Bremsscheibe gemacht ist, das korrodiert halt, wenn die Luftfeuchtigkeit da ist. Normalerweise bremse ich und putze das wieder weg. Im E-Fahrzeug bremse ich so wenig, dass die Korrosion halt auf der Bremsscheibe bleibt. Okay. Und über einen längeren Zeitraum führt das dazu, dass ich die Korrosion gar nicht mehr wegbekomme, dass meine Bremse nicht nur Komforteinbußen hat, sondern auch wirklich nicht mehr so funktioniert, nicht mehr so bremst, wenn ich sie brauche. Und dann muss ich die Teile tauschen. Mhm. Das war der erste Punkt. Wenn ich weiter drüber nachdenke, gibt es noch zwei weitere. Dadurch, dass ich so wenig bremse, schleppe ich ein Bremssystem mit mir rum, was ich eigentlich gar nicht brauche. Das ist nicht gut für die Reichweite, das ist nicht gut fürs Gewicht. Also ich kann, wenn ich das mit in Betracht ziehe, kann ich mein Bremssystem ganz anders dimensionieren und ganz anders auslegen, dadurch Gewicht sparen und im Endeffekt das, was ich beim Elektroauto eigentlich haben möchte, mehr Reichweite, das kann ich damit unterstützen. Okay. Du hast mir ein Exponat mitgebracht, ihr arbeitet an der Lösung. Lass uns das nochmal angucken und erklär's mir bitte. Wie habt ihr das jetzt umgesetzt, diese Punkte? Ja, wir haben ja das Modell von unserem New Wheel-Konzept, was speziell auf die Elektromobilität hin entwickelt wurde. Der Hauptunterschied ist, dass wir die Bremsscheibe aus Aluminium machen. Das ist für diesen Korrosionspunkt, über den wir geredet haben. Aluminium korrodiert nicht so wie eine Gussbremsscheibe. Für den Gewichtseinsparungspunkt ist natürlich Aluminium auch von Vorteil. Mhm. Wir haben einen sehr großen Durchmesser, deswegen haben wir einen großen Hebelarm, an dem wir anpacken und unsere Bremskraft aufbringen. Und aus dem Grund können wir die Bremskraft kleiner machen und können deswegen auch den Sattel kleiner gestalten, was uns beim Gewicht am Ende auch wieder weiterhilft. Okay, habe ich verstanden. Das sieht schon sehr spannend aus. Wir machen an dieser Stelle mal einen Cut, weil der Dirk mir das im Detail auch noch mal erklären wird. Für die fortgeschrittenes Wissen haben möchten, die es wirklich interessiert, was im Detail hier passiert, lege ich euch den zweiten Clip ans Herz, den wir ebenfalls bei Ausfahrt TV Wissen ausstrahlen werden. Ich bedanke mich bei dir, Dirk, und ich verabschiede mich bei euch und sage wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan.